Moin zusammen, weiter geht's mit Männerlords und Stadt. So, okay. Ungertal ist gegründet. Sieht so von der Karte gar nicht so schlecht aus. Bin mal gespannt, wie das wird. Also wenn ihr euch fragt, was habe ich dann dafür auf die Schnelle für ein Kryptzeug hingeschissen? Es gibt ja noch andere Regionen. Als nächstes würde ich tatsächlich zu Waldbrand hochgehen wollen. Bin ich nämlich zentral und krieg dann hier oben Landwirtschaft. Ja, dann kann ich mich hier irgendwie mit Nahrung versorgen. Das wäre mega toll. So, hier ist alles abschüssig, ne? Das ist echt Käse. Müsste sonst schauen. Bis wo ist denn noch meine? Da ist meine Landesgrenze. Dass hier sonst eine Abzweigung geht. Und da in die Stadt rein, ne? Naja, erstmal abwarten. Udi, die Stadt wächst. Wir haben auch schon 7 Familien insgesamt. Häuser für 9. Ich warte eigentlich nur, dass mein Militär irgendwie ein bisschen wächst, damit ich die Banditen weghauen kann. Räuber in der Nähe. Uns erreichen Bericht über eine Räuberbande. Ich werde bereit sein. Ja, sonst wird mir einfach nur angezeigt, wann sie angreifen. Aber ich werde bereit sein. Und Waldbrand. Werden wir uns dann als erstes holen, wie gesagt. Gut. Ja, Streuobst war ein bisschen blöd, glaube ich, das als erstes zu nehmen. Ich hätte mal doch hier auf die Fallen gehen sollen. Naja. Okay, Regionsvermögen. Ich müsste sonst einen Handelsposten bauen. Handel. Handelsposten. Den könnte man hier tatsächlich beim Marktplatz. Handelsposten, Handelsposten. Hier auf die Seite beim Marktplatz. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Den Handelsposten auf die Rückseite der Kirche. Muss ich tatsächlich, ja, bauen wir da. Muss ich aber tatsächlich einen anderen Weg hier oben durchziehen. Durch den Wald. So. Ruhig ein bisschen krumm und schief das Ganze. Es soll lebendig wirken und nicht wie in so ein Raster. Obdachlosigkeit -4. Okay, ja, das wird hier gleich behoben. Und dann brauchen wir mehr Familien. Für 9 hätten wir jetzt. Einmal Bingo, eine neue Familie ist zugezogen. Wächst saisonal. Okay, gleich die Sammlerhütte direkt wieder besetzen. Da haben wir 8 Familien, 9 Häuser, ne? Gerberei. Wohngebäude, zack. So, da hätten wir eins. Hier auch. Ich würde hier tatsächlich irgendwie schon gern zwischenbauen. 2, 3. Vier. Nee, ist auch zu klein, ne? Und ich wollte halt ein bisschen Abstand hier oben hoch. Wegen Gerüche, wenn das jetzt irgendwie nachträglich noch mal ein kleineres Update gibt oder so. Machen wir die Hütte einfach daran. Ja, guck mal so. Hütte, Hütte und dann kommt da wieder die Ziegen zwischen. Und arbeiten werden die in der Gerberei. Die hier, sind die besetzt? Tatsächlich, guck mal. Und die hier ist auch besetzt, ne? Die Hütte, ja. Okay, ich pausiere mal. So, leer machen. Wir machen jetzt mal alle Betriebsstätten leer. Quatsch, wo war ich denn jetzt hier? Da, Brennholzhütte. Steinmetz. Segelgrube, Holzfäller. So, und der Hof hier, ne? Der wird. Ja, gucken wir gleich. Speicher. So, sie haben jetzt 7. Wo ist denn die letzte Familie? Wo arbeitet die denn? Lagerhaus? Nö.
Mit euch hier. Wo habe ich denn jetzt zugewiesen? Wieso? Wer ist denn wo zugewiesen? So, die Hütte nicht zugewiesen. Die Hütte nicht zugewiesen. Hofstätte nicht zugewiesen. Und auf der Familie 0. Nicht, ups, nicht zugewiesen. Nicht zugewiesen. Gerber. Ach, siehste. Ja, stimmt. Hier war ja was. Okay, Familie Gerber fliegt erstmal wieder raus. So, die Hütte hier. Person zuweisen. Und zwar Sammlerhütte. Da bleiben die dann ab jetzt auch. Zugewiesen. Jägerlager. Ab da bleiben die auch. So, die Hütte, die hier fertiggestellt wird, die gehen in die Gerberei. Hofstätte 1. Da haben wir zwei Familien. Guck mal. Die erste Familie wird Holzfäller. Die zweite Familie wird Sägegrube. Holzfäller und Schreiner. So, dann haben wir da eine Hofstätte. Auch zwei Familien, ne? Ne, noch nicht. Okay, zugewiesen erstmal in die Brennholzhütte. Dann kriegt ihr noch eine extra Hütte, die dann wiederum in Steinmetz geht. Dann haben wir da eine Hofstätte. Warte mal, wir haben jetzt noch drei Familien, ne? So, der kommt in Gerber. Ja, die Familie geht ins Lagerhaus. Und die Familie hier in den Speicher. Okay, cool. So kann es erstmal bleiben. Der hier oben kann dann ja zum Beispiel den Handelsposten betreiben. Oder die Kirche, je nachdem. So, da wird ausgebaut. Zweite Familie, dann Steinmetzlager, ne? Gut. Wir kriegen die höchste Prio hier. Okay, läuft. Läuft, läuft, läuft. So, da kommen schon die ersten Balken. Ja, eigentlich müsste ich tatsächlich hier den Anbindebalken auch ausbauen und einen zweiten Ochsen erstmal kaufen. So, Kirche. Ja, brauchen wir Dachziegel für die Steinkirche. Gut, Gebäude fertiggestellt. Keine Familie drin. Aber wenn, dann Gerberei. Gut, der Lebensmittelstand, Quatsch, Klamottenstand müsste dann ja, genau, Bekleidungsstand meine ich, Verweis. Der müsste abgebaut werden dann. Was sagen die Wachen? 15 haben wir erst. Ich weiß nicht, ob ich damit schon angreifen möchte. Ich glaube, ich hatte ja 5 Schilde und 5 Speere haben wir noch. Wenn wir bei 20 sind, dann geht's aber los. Hofstände Stufe 2 oder höher. Regionsvermögen. Generieren Regionsvermögen, so. Werkstätten. Neue Familie eingezogen. Sehr cool. Welche denn? Die hier. Brennholz. Ah, guck mal. Und? Steiner. So, die Familie hier oben. Nicht zugewiesen. Die würden wir dann tatsächlich zum Handelsposten bringen. Wir haben ja unendlich Steine, sage ich jetzt mal. Gute erforderlich. Handelsrute einrichten. Wird ein Ochsen. Ja, wir brauchen jetzt erstmal noch eine weitere Familie. So, wie sieht es denn hier mit Gemüse aus? Allgemein 25 mal Gemüse. Ja, guck mal, das läuft doch ganz gut. Sehr cool. Gut. Armee des Herrschers wurde gesichtet.
ist das? Boah, das ist direkt bei mir hier. Aber die haben die Banditen weggehauen. Das ist schon mal richtig gut. Dann wird zwar weniger geklaut, aber ich müsste da oben jetzt ganz hinlaufen. Dann hätten sie mal lieber die da oben weghauen sollen. Baut er jetzt eigentlich schon inzwischen? Nee, ne? Nee, schade eigentlich. Schade, weil er darf das hier noch nicht beanspruchen. Das will ich nämlich gerne haben. Nee, das Herrschers wurde gesichtet. Ja, die anderen Bogenschützen, ja. Lagerhaus ist voll. Okay, ausbauen. Wie sieht es mit dem Speicher aus? 5x Bauholz. Nullmal Bauholz. 80 Bretter aber immerhin schon. Lager ist voll, Steinmetz. Ja, wird gleich. Wo geht der denn ganz sammeln? Ah, hier die Balken oben aus dem Wald holen, ne? Neue Familie eingezogen. Sehr gut. Da muss ich einmal gucken, wo. Hofstätte 1. Ach hier, die große. Okay, die können dann erstmal da bleiben. Dann geht nämlich diese Familie hier. Zugewiesen. Handelsposten. Und Handelsposten wiederum. Erweitert. Handel. Export. So, bis auf 50. Retter auch. Bis auf 50. Bären könnte ich vom Ding her auch verkaufen. Weiteres Familienmitglied hat sich angeschlossen. Werkzeug, Speere. Okay, wir kaufen erstmal nur Holz und Stein. Baut, nicht zugewiesen. Ja, dafür brauche ich nämlich Zaster hier. Dafür brauche ich den Handelsposten. Gebäude fertig. Lebensmittelstand? Ach, guck mal hier. Noch ein Laden. Sehr gut. So, okay. Lagerhaus wird dann gleich gefüllt. Den Speicher, ne? 5 Balken. Wird beansprucht. 2 Au. Wird beansprucht. Oh, hier unten direkt. Okay, ich muss mich echt beeilen hier mit Waldbrand. Armee des Herrschers wurde gesichtet. Ja, ihr könnt mal hier oben hochmarschieren und die Banditen wegholen. Oh, das machen die sogar, oder? Tatsache. Der geht auf die Banditen zu. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir vom ersten Lohn von den 50... Ja, guck mal. Banditenlager weg. Ob ich mir davon vielleicht einen Söldnertrupp hätte holen sollen, so wie er das macht, und hier einmal durchrocken. Weil durchs Besiegen von den Banditenlagern kriegt man ja auch wiederum Geld, ne? So, Handelsposten. Huch.
Person. Transportiert. Ach, guck mal, Hermann ist tatsächlich gerade weg, ne? Gott, ist das weit. Hier hinten zum Handelspunkt rennt der ganz hin. Die müsste ich ein Pferd kaufen, aber so weit bin ich noch lange nicht. Mal gucken, wie viel hat er mitgenommen und wie viel kriege ich jetzt an Münzen? Oder kriege ich überhaupt was? Oder muss er erstmal wieder zurückkommen? Aber 87% Zufriedenheit, ne? Schon okay, denke ich. Mit der Hofstätte ja noch keine Familie drin. Da erweitern wir mal den Wohnraum. Neue Familie eingezogen. Hofstätte. Okay, cool. Wo? Hier unten tatsächlich. Gut, Person. Nicht zugewiesen. Gerberei zugewiesen. 50. Tatsächlich. Ich habe jetzt genug. Ah, wird gerade ausgebaut, ne? Okay. Dann kommt hier gleich der Apfelgarten rein. Plus 16 tatsächlich. Cool. Handelsposten läuft. Sehr gut. So, und? Apfelgarten. Bau begonnen. Sehr schick, sehr schick, sehr schick. Gut. Die Hütte hier. Lagerarbeiter, ne? Guck mal. Die erweitern wir. Die Hütte erweitern wir. Und die da oben erweitern wir auch noch. Und dann wird aber eine Pastorenfamilie, glaube ich, draus. Oder? 2, 3, 4, ne? Könnte auch 2. Oder 3 Häuser. Ne, 2 Häuser. Gave the old ox a handful of month-old grain. He spat it in my face and tried to carve me a new nipple. Ja, ich glaube, die Hütten machen wir dann nach oben hoch. Oder hier noch unten runter, ne? Ich weiß es noch nicht. Warten wir erstmal. Gut. Der Apfelgarten wird fertig gebaut. Bekleidungsstand fertig gebaut. Ja, guck mal. Ist ja der alte wiederbelebt worden, ne? Wir haben sogar 2 jetzt. 10-mal Leder. Noch nix. Armee 20 wäre dann auch voll. Sehr schön. Guck mal hier, noch eine Familie über. Da sind 2 Familien drin, ne? Die werde ich auch da drin lassen. Die sollen sich dann um den Apfelgarten kümmern. Der ist ausgebaut. Den bauen wir noch aus. Handelsposten. So, wie sieht's denn da? Hofstätte ist ausgebaut. Hier glaube ich auch. Wohnraum erweitern. Wohnraum erweitern. Ja, das machen wir mal überall jetzt, wo wir es können. Super, 31. Neue Familie eingezogen. Hofstätte 3. Die hier. Huch. Lagerarbeiter, ne? Komm, ihr unterstützt auch das Lager. Neue Familie eingezogen. Achso, das war der. Wo ist denn noch einer eingezogen als letztes? Hier unten beim Gerber? Ne, das war der. Okay. Reicht dann noch erstmal. Wie viel heute haben wir denn? 11-mal Leder. Da, Brennholz. Bären, Bretter, B. Okay. Ja, gar keine Häute mehr, ne? Da müsst ihr echt irgendwie in den Ziegenstall rein. Neue Familie eingezogen. Oh, guck mal, jetzt läuft's aber hier mit den Familien. Hier ist, glaube ich, noch mal einer gerade zu. Genau, nicht zugewiesen. Auch im Speicher helfen. Da wird auch gerade ausgebaut. Sind wir schon bei 14 von 16. Ich glaube, für 4 Häuser bauen wir noch. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, die Taverne kommt hier in die Mitte.
Oha, groß. Wird nix hier, ne? Wird nix, wird nix, wird nix. Aber da wird das was. Die Taverne. Brunnen, guck mal. Ach nee, da haben wir schon einen. Da haben wir auch einen. Aber hier könnte man tatsächlich die Taverne machen mit so ein bisschen Grün rechts und links. Vielleicht nochmal so einen Bildstock kosmetisch irgendwie reinschmeißen. Aber erstmal Balken nachholen lassen hier. Da wollte ich Hühner drin haben. So, dann kommt auch die Nahrungsvielfalt auf die Marktplätze. Ich habe eine Idee. Wir könnten ja... Wo war's? Wo war's? Da, die Taverne hier hin. Ja, schön eng an den Rand. Und da gegenüber nochmal Marktstände dann bauen. Okay, wir machen das erstmal so. Guck mal hier, dann kriegen wir da nämlich noch 6 Stände dann hin. Das reserviere ich auch direkt jetzt. Aber der hat allerdings sehr niedrige Prio. Können wir eh noch nichts mit anfangen. Das da finde ich gerade doof mit den Wegpunkten. 3, 4, ne? Guck mal. Dann müssen wir tatsächlich die Straße hier sonst nochmal removen. Oh Mist, das ist doof hier unten. So, zack. Anschluss und mal gucken, ob es jetzt besser ist mit dem Marktplatten. Der macht ja wieder diesen komischen Wegpunkt hier. Okay. Drei, vier. So, dann machen wir es halt so. Okay, so, dann sind wir bei 14 von 16. Der hat sehr hoch. Der Bauprio niedrig. Obwohl, warte mal, Sammler, saisonal, ne? Wie, was macht der Viehbestand? Ist auf 9 runter, ich habe doch gesagt, auf 10 höchstens. Auf jeden Fall bauen wir als nächstes den Kräutergarten, sobald wir ein bisschen Zaster reinkriegen. So, und da waren 2 Familien drin und beide sind dann quasi Bauarbeiter, ne, und kümmern sich um die Apfelernte dann hier später. So, Hühnerstall. Brennstoff benötigt. Sammelt, sammelt, Wohngebäude. So, wohnhafte Familien allgemein. Okay, Lebensmittelstand wird noch mal einer gebaut. Aber so, gucken, was wir hier noch zwischensetzen. Ich würde fast sagen, hier kommen dann nur Wohnhäuser rein. So, 2. Ah, wären dann 3 Häuser, ne? Wäre nur die Frage der Ausrichtung. Das wären 2 Häuser. Hier wären 3 Häuser. Direkt gegenüber von der Taverne und hier oben noch so einen kleinen Garten drinne. Oder andersrum mit rein. 2 kleine Gärten. Brauerei, Werkstatt oder so. Bauen wir so. Okay, oh, sehr gut. Banditenlager gesehen. Wo? Waldbrand, alles klar.
Die holen wir uns direkt. Hat sie gerade noch eine zweite? Das war zu weit rausgescrollt. Einheitensteuerung kenne ich auch schon, Total-War-mäßig. Ja, Ermüdung, wenn man zu lange sprintet, so wie die jetzt gerade, ist das nicht so gut. Und mit rechter Maustaste gedrückt, kann man die dann so ein bisschen zuweisen. So. Achso, Armee des Herrschers, ne? Aber guck mal, der ist auch schon auf dem Weg dahin. Also ich muss echt gucken, dass ich das platt mache und dann die Region hier direkt mit beanspruch. Ja, gar nicht lang schnacken hier, Leute. Die Armee des Herrschers ist nämlich auch schon auf dem Weg. Boah, ich sehe schon kommen, dass ich jetzt hier den Kampf führe und der andere dann mir die Region streitig macht. So, ihr dürft gern euch jetzt bewegen, danke. So, einfach durchziehen. 25 Wohlstand. Oh, stopp. 16. Vier Familien haben wir frei. Einmal kurz pausieren. Guck mal hier, zweite Familie nicht zugewiesen. Die gehen dann jetzt in die Kirche. Hofstätte. Speicharbeiter, Speicharbeiter. Jäger. Ja, Sammlerhütte, ne? Sammlerhütte. Setzen wir die da rein, weil die ist ja eigentlich schon leer gerupft. Dann können wir die sonst auch. Ja, für Holzfäller ist ein bisschen weit. Wir könnten eigentlich in der Taverne sonst arbeiten. Okay. Saya, was macht eure 90%? Okay. Söldnerkompanie verfügbar. Zusammenhalt minus 10%. Geht ihr mal ein bisschen entgegen, Leute. 16 zu. Aber die sind bei 98. 119%. Kann natürlich auch. Weil wir es eilig haben. Einfach mal reinstürmen. Und wenn wir im Kampf sind, können wir immer noch auf die Standhaftstellung gehen. Ups. Guck mal, 76, 96%, ne? Okay. Kann ich nicht vom Rand Steine schmeißen oder in den Hintern treten oder so? Das wäre cool. Ja. Muss ja auf die andere Seite, ne? Ja, aber es sieht gut aus. Ja, das gewinnen wir. 20 von 20. Die haben noch 8. Oh, Kacke, wir haben auch einen verloren. 18. Zwei haben wir verloren. Okay, jetzt aber schnell den Schatz holen da oben. 320 Einfluss. Nachricht! Als ihr die Habseligkeiten eures Feindes durchsucht, findet ihr jede Menge Waren. Ihr könnt sie euren Leuten zukommen lassen, die bestimmt dafür Verwendung haben. Doch es ist euer Recht, sie zu behalten. In meine Schatzkammer. 105 in der Schatzkammer. Das ist schon, ja, ist zu wenig, ne? Aber immerhin ein Anfang. So. Nach Hause darf gerne gerannt werden. Und nehmt euren Toten mit hier. Hungertal. Mit Einfluss beanspruchen. 1000 Einfluss.
320, muss ich noch zwei Banditencamps dann ausräuchern. Come on, laddie, come along. Armee des Herrschers gesichtet. Ist hier noch ein Banditenlager? Nein, ne? Warum ist der dann mit seinen Truppen unterwegs? Macht mich nervös, sowas. Okay, hier, die können wir jetzt schon auflösen. Dann gehen die wieder zurück an die Arbeit. Steine. Oh, warte mal, wäre das hier gar nicht mehr Handel? Bis auf 50. Boah. Händler und Totengräber. Lass die beide Händler sein. Okay, erfolgreich zugewiesen. Und die Kirche, die kriegt dann seine eigene kleine Hütte hier irgendwie noch. Hier zum Beispiel, Hofstätte 1, genau gegenüber von der Taverne. Gerber, ne? Dafür haben wir zu wenig heute. Okay, 84%. Gebäude fertig, Hofstätte 1. Schon eine Familie drin? Nee. Aber die Familie, die hier reinkommt, die geht dann in die Kirche. So, und 3 Jahre dauert das, bis die Bäumchen hier gewachsen sind, ne? Könnten hier eigentlich nochmal so einen Apfelhof hinsetzen. Eins. Oh ja, guck mal hier. Zwei. Drei. Vier. Nur ein Haus. Guck mal, das wäre doch mal eine richtig fette Apfelproduktion, ne? Ah, da hat er zu großes Grundstück. Ich mach das, glaube ich, tatsächlich so. Und dann kommt hier noch ein Gemüsehof hin. Statt Äpfel. Dann machen wir 2. Gemüse und Äpfel. Äpfel, Gemüse, Weizen und so Gedöns. Ja, könnte ich tatsächlich machen. Gemüse und Äpfel, ne? 2 Hütten. Bauen wir. Gut. Neue Familie eingezogen. Ach, guck mal, tatsächlich schon hier unten in die Hütte. Gleich in die Holzkirche. Well, perhaps it was simply a bad bet. These things do happen from time to time. Nehmt die mal hier, die kleine Blechklingel da irgendwie. Gut, Steinbretter, das läuft, das brummt. Weitere Hofstätten. So, und da müsste ich jetzt gucken. Wie es hier so aussieht, ne? Okay, jetzt sind die natürlich auch dicht dran an der Gerberei, wegen Gestank. Taverne ist auch noch im Bau. Wir können jetzt tatsächlich auch den Anbindebalken mal ausbauen. Und einen zweiten Ochsen holen. Und wir können auch noch einen Anbindebalken bauen. Da war es nicht. Wo war denn jetzt hier? Da, Logistik. Für den Händler hier hinten. Guck mal, anstatt hier noch ein Haus zwischenzusetzen. Oder kriegen wir dann ein Haus zwischen? Ein Gebäude. 1, 2, 3, 4. Ja, zu klein, ne? Ne, guck mal. Eine Hütte und sogar mit Zusatz noch dran. Könnte man auch machen.
Ist halt nur die Frage, wo ich dann den Stall lasse, ne? Aber wir machen das erstmal, sonst vertüdel ich das später wieder. Und den Anbindebalken für die Pferde. Tun wir auf die Rückseite. Sehr gut. So, Anbindebalken sehr hoch. Das war die Sägegrube. Hier ist der kleine Stall. Den bauen wir noch aus. Tada! So, Viehbestand, 1 von 1, ne? So, und kostet 20 so ein Ochse. Natürlich jetzt die Frage, wenn wir den hier zuerst bauen, ob wir erstmal auf ein Pferd sparen, damit der Händler einfach schneller ist. Neue Familie eingezogen. Mal den bauen wir auch direkt aus. Zack. Hier, das ist die mittlere Hütte, ne? Okay, sehr cool. Da können wir eine Bogenfabrik reinsetzen. Forge Plot Level to Low. Bogner hier rein. Holz habe ich ja genug. Und da kommt der Schuster rein. Auf Stufe 2, ne? Was sagt denn das Militär? 1836. Ich habe auch... Boah, verdammt. Zwei Speere, zwei Schilde habe ich auch verloren. Die liegen dann hier oben auf dem Schlachtfeld. Okay, das heißt, in der nächsten Folge werden wir das Herrenhaus bauen. So, Weizen, guck mal. Aber ganz kurz vor Knirschchen, ne? Oder bin ich da schon... Ja, ich bin schon leicht drin, glaube ich, in der Fruchtbarkeit. Weizen, Weizen, Weizen. Lachs, Gerste. Ja, das Herrenhaus könnte ich tatsächlich wie beim letzten Mal hier auf diese Ecke setzen. Jo, machen wir. Bauen. Oder hier auf die Stirn. Nee, da sind, ist die Fruchtbarkeit. Da auf die Stirnseite dachte ich, dass man gerade drauf zuläuft. Weizen. Da ist wieder abschüssig. Oder ich bring's hier irgendwie in die Stadt. Das Herrenhaus. Ja, pass mal auf. Das implementieren wir in die Stadt. Und die Frage, ob hier mittig? So rum. Oh, da wird das doof. Wohnhäuser wären ja eigentlich besser auf der Fläche. Gibt es da irgendeine Fruchtbarkeit? Keine Gerste, ne? Aber das Herrenhaus, das setzen wir jetzt da, ups, dahin. Yes! Willkommen im Burgplaner. Ja, ja, aber wir lassen es erstmal so. Garnisonsturm für mehr Truppen, Außenturm, Steueramt, kein kosmetischer Inhalt in Arbeit. Mauern und Tore. Reset. Okay, alles klar. Zum Versetzen ziehen, ja. Ich bis da oben hoch. Da soll dann auch der Wall hin. Und? Wird gebaut. Sehr cool. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.